Hallo und herzlich willkommen im Deutschen Museum. Mein Name ist Pauline Diebenbusch. Ich bin Mitglied des Freundes- und Förderkreises des Deutschen Museums. Und für die heutige Folge der M-Vlog-Reihe sind wir in der hochinteressanten Abteilung der Energietechnik. Und heute sind wir hier mit Harald Vorbruck. Er ist seit einigen Jahren hier ehrenamtlich als Museumsführer tätig. Und heute widmen wir uns gemeinsam einem Thema, was heutzutage sehr wichtig ist, aber auch in der Zukunft sehr wichtig sein wird, nämlich die regenerative Energietechnik und die damit verbundene technische Umsetzung. Die regenerative Technik und auch deren Anwendung ist ein sehr komplexes Thema. Deshalb haben wir uns entschieden, dieses in drei Formen zu bringen. Die erste ist, dass wir uns mal mit dem Thema Energie überhaupt beschäftigen. Im zweiten Teil werden wir uns dann mit der Windenergie beschäftigen. Und zum Abschluss wollen wir die vielfältige Anwendung der Solarenergie gründen. Aber lass uns jetzt hier mal erkunden, wie das mit der Energie hier ausschaut. Wir haben hier dieses sogenannte Energiefahrrad. Genau, und an diesem Fahrrad kann man im Prinzip am eigenen Leib mal erfahren, wie es ist, Energie umzuwandeln, wie sie funktioniert und einfach mal zu testen, wie viel Kraft ich einbringen muss, um in dem Fall hier gewisse Dinge zum Laufen zu bringen. Setz dich doch rein und versuch es doch mal. Ich versuch's mal. Also wie Sie sehen, die ersten Stufen hier, wie zum Beispiel das Radio, sind noch sehr einfach. Daher braucht man nicht viel Kraft und es geht recht schnell an. Jedoch je höher wir kommen, hier oben zu dem siedenden Wasser, dafür würden wir 1000 Watt benötigen, da ist es dann schon schwerer, dieses Wasser zum Sieden zu bringen. Und alle, die kochen, wissen natürlich auch, dass man eine gewisse Zeit braucht, bis das Wasser dann wirklich zum Sieden gekommen ist. Und da müssten wir ganz schön lange strampeln, um auf diesem 1000 Watt Level zu bleiben. Richtig, jetzt gehen wir mal dem Thema der Energie nach. Du hast ja in deinen Muskeln Energie. Jetzt wollen wir den Weg mal nachvollziehen. Was passiert eigentlich, bis du hier überhaupt da die einzelnen Verbraucher ansteuern kannst? Deine Energie in deinen Muskeln überträgst du jetzt hier auf die Pedale in eine Bewegungsenergie. Da wird ähnlich wie Art des Dynamos beim Fahrrad, wird diese Energie in Strom umgewandelt. Und damit kannst du Schritt für Schritt diese Verbraucher hier entsprechend ansteuern. Nur musst du entsprechend stärker drehen, wenn du hier natürlich die 1000 Watt erreichen willst. Jetzt gehen wir den Schritt zurück. Wie kommt die Energie in deinen Körper? Mhm. Da müssen wir von der Sonne ausgehen. Du wirst dich jetzt fragen, warum von der Sonne? Ja. Das ist ganz einfach. Die Sonne gibt uns die Energie. Die Pflanzen haben in Form von der Photosynthese diese Energie umgewandelt für sich. Und die Pflanzen sind ja Bestandteil der Nahrungsmittelkette für die Tiere, wie aber auch für uns. Das heißt, damit nehmen wir die Energie mit auf. Aber auch andere Energieträger wie Kohle, wie Öl, wie Gas sind auch Pflanzen gewesen, die aber vor Millionen Jahren hier in der Erde reinkamen und hier in diese fossilen Stoffe umgewandelt wurden. Jetzt schauen wir uns die Sonne an, weil ich ja immer die Sonne erwähnt habe. Wie schaut es aus mit der Sonne? In der Sonne ist ein Fusionsprozess. Das heißt, es werden Wasserstoffkerne werden zu Heliumkerne umgewandelt. Da entsteht Energie. Diese Energie, die braucht, um dir einen kleinen Eindruck zu geben, mindestens 100.000 Jahre, um zu uns zu kommen. Diese Wasserstoffkerne, die aber da drin waren in der Sonne, da ist jetzt die Frage, wo kommen die her? Und jetzt müssen wir ganz, ganz weit zurück. Und zwar zu Beginn des Universums. Das heißt, vor ungefähr 13,8 Milliarden Jahren, man spricht heute von dem sogenannten Urknall, in Wirklichkeit, es war eine plötzliche Expansion. Und in diesem Urknall, da ist dieser Wasserstoff entstanden, der für uns da ist in den Fusionsprozessen. Wahnsinnig spannend. Auch Wahnsinn, dass eigentlich die ganze Energie dadurch ja nur durch den Urknall überhaupt erst entstehen konnte. Und sehr interessant ist, dass wir hier ja auch gewisse andere Beispiele oder Spiele, Experimente haben, um uns mit Energie weiter zu beschäftigen. Und als nächstes wollen wir uns das CO2-Spiel anschauen. Dafür gehen wir einmal nach nebenan.
So, jetzt stehen wir hier neben dem CO2-Spiel und damit wenden wir uns direkt auch einem sehr wichtigen Thema zu, nämlich den CO2-Ausstoß, der durch uns Menschen verursacht wird. Und hier anhand dieses Spiels können wir eben in verschiedenen Bereichen sehen, neben den alltäglichen, die ja sehr bekannt sind, wie Ernährung oder aber auch der Arbeitsweg, haben wir hier auch den Wärmeverlust, aber zum Beispiel auch den Verlust oder den Ausstoß durch Waschen und Heizung aufgeführt. Und ich finde, es ist wahnsinnig interessant, dieses Spiel. Es ist sehr, sehr lehrreich, weil man selber einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, in welchen Bereichen wir welche Menge an CO2 eigentlich produzieren. Und ich finde es total wichtig, dass dieses Thema öffentlich auch so aktiv diskutiert wird. Und das wird es ja auch. Und ich finde es toll, dass es immer mehr Menschen gibt, denen das bewusster wird und die sich dafür eben auch einsetzen und sich damit beschäftigen. Und anhand dieses Spiels, finde ich, kann man sehr gut mal sich selber auch testen, wo, in welchem Durchschnitt unsere Emissionen sich so bewegen. Also sehr, sehr lehrreiches Spiel. Für mich sehr überraschend auch das Ergebnis. Ja, das ist richtig. Ich habe das auch festgestellt bei meinen Führungen. Die Besucher waren immer sehr überrascht, wenn sie da gespielt haben und festgestellt haben, bei welchen Aktivitäten man überall CO2 produziert hat. Total, ja. Ich möchte aber jetzt auf unser eigentliches Thema wieder zurückkommen, und zwar regenerative Energieformen. Bevor wir uns dabei einsteigen, eine Frage. Kennst du regenerative Energieformen? Ja, also spontan fallen mir da jetzt die wir bereits vorhin genannt haben, die Sonnenenergie und die Windenergie ein, aber es gibt noch weitere, oder? Das ist richtig. Das wollen wir uns jetzt auf dem Poster hier um die Ecke anschauen. So, wir sind jetzt am Poster, wo wir die verschiedenen regenerativen Energieformen sehen können. Beginnend hier mit der Wasserkraft, die Windenergie, die du benannt hast. Wir sehen hier die Sonnenenergie. Wir sehen natürlich auch die Biomasse, die Gezeiten, wo man gar nicht so oft denkt. Und dann natürlich auch die Geothermie. Die Geothermie ist was Besonderes. Die nutzt zum Beispiel auch die Stadtwerke München, nutzen die Geothermie. Sehr spannend. Und damit sind wir jetzt schon am Ende des ersten Teils und in den weiteren zwei Folgen gehen wir ein bisschen detaillierter in die regenerativen Energieformen ein. Und wir hoffen, dass Sie da natürlich auch einschalten. Und bis dahin machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie neugierig.